Heute Nacht hatte ich ein wahnsinniges Erlebnis und davon muss ich euch unbedingt berichten. Gleich nach der Intro. Ich weiß gar nicht genau, wo ich am besten anfangen soll. Aber das Thema ist das Wasser. Und unser Körper besteht ja zu 70% und mehr aus Wasser. Und ich habe gestern wieder mal einen Film gesehen, den ich schon vorher kannte. Aber wenn man den nochmal sieht, dann kommen ja wieder andere Sachen im Vorschein, die man am Anfang nicht verstanden hatte. Und wenn ihr diesen Film auch sehen wollt, dann schreibt am besten in den Kommentaren Film und ich schicke euch den Film zu. Der Film besagt, dass man ja mit Wasser alles beeinflussen kann. Das Wasser ist ja eine magische Substanz. Und das spricht viel darüber, dass man mit Worten, wie Emoto das damals bewiesen hat, Wasser kristallisieren kann und Frequenzen von Wasser erhöhen kann. Und somit habe ich das einfach mal für mich gemacht. Und zwar will ich seit einer Zeit ein bisschen abnehmen, weil manchmal kommt es ja da, dass man ein bisschen zunimmt als Frau. Und ich habe in letzter Zeit wenig Sport gemacht, also war es jetzt mal wieder vonnöten. Und ich bin gestern Abend ins Bett, habe mich gewogen. Das Gewicht sage ich jetzt nicht, aber ist ja auch egal. Und ich habe meine Hände auf den Bauch gelegt und einfach ganz viel Liebe und Dankbarkeit, so wie es in dem Film beschrieben wird, in meinen Bauch gesendet. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich habe mich auf die Waage gestellt und es waren sage und schreibe 3 Kilo weniger, ohne dass ich auf Toilette war oder irgendwas, sondern einfach nur durchs Schlafen. Und das habe ich noch nie erlebt, dass halt man 3 Kilo über Nacht abnimmt, nur durch die Hände auflegen und Liebe und Dankbarkeit reinsendet. Aber da sieht man mal, was das mit dem Körper macht, wie das Wasser beeinflusst wird, wie alles strukturierter wird, die ganzen Wasserzellen und dass das alles abtransportiert wird, die ganze Schlacke und alles. Und ich sag euch, ich werde das heute jeden Abend wiederholen. Mal gucken, wo mein Gewicht hinführt. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, dass das Gewicht dadurch verloren geht. Aber dass der Körper wieder ins Positive kommt. Und so machen zum Beispiel auch die ganzen Gedanken. Das heißt, wenn man innerlich gegen Krankheiten ankämpft oder so, kämpfen ist ja auch so was Negatives, dann wird das ganze Wasser im Körper schlechter. Das wird so schön in dem Film dokumentiert und das wollte ich euch gerne mal sagen, dass ihr den Körper mit Liebe und Dankbarkeit behandelt, weil dann wird das Wasser richtig schön und man kommt in die Heilung. Und genauso hat man wieder mehr Energie und ist nicht so müde und so tot, wenn man in das Essen auch, was man vor sich stehen hat, das Wort sich Liebe vorstellt und zum Beispiel das Wort Liebe trichterförmig in das Essen so rein senken lässt, gedanklich, und dann das Wort andersrum hereinkreiselt in das Essen. Und schon schmeckt das Essen ganz anders. Oder die Getränke, die man trinkt. Wenn man jetzt Kaffee trinkt, dann schmeckt der nicht mehr so bitter. Und ich finde, das sind tolle Erlebnisse und die sollt ihr unbedingt mal ausprobieren. Aber am besten, um das Ganze verstehen zu können, guckt euch den Film an, weil der ist echt, echt gut und zeigt ganz, ganz viele Beispiele, wie man das Wasser beeinflussen kann. Zum Beispiel sagt es auch, wenn man Fußbodenheizung hat und das Wasser nicht strukturiert ist, sondern durchgepresst ist durch diese ganzen Rohre, dann hat das keine positive Energie und das strahlt in das Haus rein und somit hat das ganze Haus auch keine positive Energie. Also es gibt so, so viele Sachen, was man mit Wasser alles machen kann. Und Wasser ist ja auch noch nicht wirklich richtig erforscht, weil es ein Mysterium ist. Aber probiert einfach mal die Dinge aus mit euch. Das ist nämlich richtig schön, was es mit euch veranstalten kann. Und wenn ihr Verletzungen habt oder vom Kopf her Probleme habt, vom Denken Angst habt oder was auch immer, dann sendet einfach ganz viel Liebe und Dankbarkeit in das Gebiet hinein und ihr werdet sehen, ihr fühlt euch ganz anders und Dinge kommen in die Heilung. Was ihr auch probieren könnt, ist zum Beispiel 2 Gläser Wasser nehmen. Eins stellt ihr ein bisschen weiter weg und das andere, da sendet ihr ganz viel Liebe rein. Und so 1-2 Minuten. Und dann nehmt ihr beide Wasser und probiert die mal. Und da merkt ihr auch den Unterschied, wie unterschiedlich Wasser schmecken kann, wenn eins richtig strukturiert ist und eins kaputte Zellen hat. Sagen wir mal so. Oder aber ihr malt euch Herzen überall auf Stellen, wo ihr irgendwie Probleme habt. Es gibt ja zum Beispiel auch so eine UV-Stifte, die man nicht sieht, wo man das dann schön raufmalen kann. Und
gerade mit Zeichen gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man da auf den Körper alles raufmalen kann. Zum Beispiel kann man auch Y raufmalen oder aber ganz andere Sachen. Aber dazu im nächsten Video einfach ein bisschen mehr. Das ist mein Rat heute für eure Gesundheit. Wenn ihr mehr von haben wollt, könnt ihr mir gern folgen und könnt auch das Video liken, wenn ihr wollt. Ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Eure Susan.